vor der Vereinsgründung 2006 haben sich einfach Anime-Manga-Fans halt in privaten Grüppchen getroffen, wenn man zufällig erfahren hat, dass jemand anders sich für das Thema auch interessiert, hat man sich halt privat getroffen. Und dann kam die Idee auf, sich in einem Verein zu vernetzen. Und natürlich, da waren auch wieder nur die, wo sich schon gekannt haben. Und dann kommt natürlich die Idee auf, wie bringen wir mehr Leute zusammen. Und darum hat man diese Veranstaltung, die Anime-West, eigentlich zum ersten Mal veranstaltet. Inzwischen, glaube ich, das 11. Mal jetzt. Und um Leute zusammenzubringen, die sich für das Thema interessieren, oder? Um es bekannt zu machen, den Verein, um mehr Mitglieder zu bekommen und auch Sachen zu tauschen. Also in der Zeit des Internets ist es jetzt einfacher, an Serien zu kommen, aber früher gab es im deutschsprachigen Raum sehr wenig, auch im Fernsehen. Und viele haben sich das besorgt im englischen Raum, oder? Und jeder hat so seine Serie gehabt und die hat sich so untereinander ein bisschen ausgetauscht und der Verein und die Veranstaltungen sind eigentlich eher dazu da, das einfach bekannter zu machen und die Leute zusammenzubringen. Also ich bin High Elf Warrior aus Terra Online. Das ist ein Online-Game in einer Viertel-Level 50er Rüstung. Für das Kostüm habe ich ca. 2 Wochen gebraucht. Also zum Cosplayen bin ich gekommen, dadurch, dass eine Freundin von mir angefangen hat. Und dann habe ich mal so als Scherz gesehen, ja, ich cosplay den und den Charakter. Und dann hat es mir so einen Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich muss das wieder machen. Mich fasziniert am Cosplayen, dass man sich so in verschiedene Rollen versetzen kann und auch die Arbeit am Cosplay selber. Weil es ist natürlich viel Arbeit, aber man ist stolz darauf am Ende, wenn es fertig ist. Also ich zeige Ihnen da jetzt einmal einen anderen Bonsai, der ist gepflanzt, habe ich da ein Efeu mit der Erde und dann ist in der Erde ein Sommerdiener gewesen von der Gerl Rüble und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt wirklich eine Rarität und jetzt warten wir einfach bis im Herbst und dann machen wir mal eine Suppe davon.